Auf meinem Tisch seht ihr lauter 18-jährige Scotch Single Malt Whiskys. Und ich habe euch vor 2, 3 Wochen gefragt, ob es vielleicht von Interesse ist, mal eine Serie zu machen mit dem Vergleich von verschiedenen 18-jährigen Whiskys. Ausschlaggebend war natürlich auch eine Probe, die ich von René bekommen habe mit einem Speyburn 18. Das war seine Entdeckung des letzten Jahres. Und das hat mich dazu animiert, Mensch, es müsste ja auch bezahlbare andere 18-Jährige geben. Ihr wisst es und habt sehr, sehr gut mich unterstützt. Und heute wollen wir starten mit den 3 günstigsten 18-jährigen Single Malt Whiskys, die ich am Markt gefunden habe. Also, viel Spaß damit und wir sehen uns gleich. Whisky-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und heute geht mir das Herz auf, denn ich erfülle eine Aufgabe, bei der ihr sehr, sehr stark mitgewirkt habt. Auch schon über die letzten Jahre, muss ich sagen, habe ich ja verschiedene Informationen bekommen, aber ganz komprimiert natürlich in den letzten 3 Wochen. Wir wollen heute die Serie starten, wo ich verschiedene 18-jährige Whiskys euch vorstelle und meine Geschmackserlebnisse weitergebe und ihr dann entscheiden könnt, ist das vielleicht was für mich oder ist es vielleicht nichts für mich. Denn man muss ja auch die Ausgaben einigermaßen planen und es ist immer schön, wenn man weiß, was einen da erwarten kann. Natürlich, nicht alle, die auf dem Tisch sind, werden heute drankommen. Das heißt, wir stellen heute mal weg den Glenmorangie 18 Jahre. Wir stellen auch den Ochentoschen weg. Auf diese Flasche freue ich mich sehr. Ein Glenmorangie 18. Das heißt, ich weiß ja noch nicht, wie er schmeckt. Doch, ich habe ein Sample bekommen auch, ja. Also weiß ich schon, wie er schmeckt. Aber wie gesagt, der kommt später dran. Dann stelle ich auch weg den Glengoyne. Ich stelle weg den Diensten. Das ist übrigens ja der alte. Ach, den neuen habe ich auch daneben stehen. Ja, ah, da komme ich ja gleich wieder noch zum Thema. Dann stellen wir auch weg den Longbourn 18 und auch den Glenfarclas 18 besprechen wir heute nicht, sondern wir besprechen heute diese 3 Whiskys. Wie gesagt, einmal den Loch Lomond 18, dann den Knockando 18 und den Glenlivet 18. Brauchen wir natürlich auch noch Gläser, wo wir den einschenken. Nur bei einem, wie zum Beispiel hier bei dem Knockando habe ich auch das richtige Glas dazu. Bei den anderen muss ich schauen. Da habe ich natürlich jetzt alles nur meine Gläser. Naja, stellen wir einfach davor. Da kommen wir schon nicht durcheinander. Ja, müssen wir natürlich auch einschenken. Denn die müssen ja doch ein bisschen atmen. Ihr seht, den Knockando 18, den habe ich erst frisch geöffnet. Das ist noch ein ganz frischer Eindruck. Da wollen wir schauen, wie der sich jetzt im Vergleich schlägt. Beim Loch Lomond ist es so, dass ich da vor einiger Zeit, ich weiß es nicht, ob es schon vor 2 Jahren war, das Video schon komplett gemacht habe zu dem 18-Jährigen. Aber er gehört heute in die Kategorie mit rein, die günstigsten 18-Jährigen, die man aktuell auf dem Markt findet. Und hier den Glenlivet 18. Das hatte ich ja gesagt, dass ich hier die Samples bekommen hatte von, was habe ich mir sogar aufgeschrieben? Ach, The Flow, genau, The Flow. Die habe ich natürlich hier reingeschüttet, ne? Denn ich möchte ja die Flasche immer noch mitzeichnen. Die Flasche habe ich bei einem Kurzbesuch bei, ach, wo war ich denn da? Feingeist abgestaubt. Die Flasche war fast leer. Ich wollte noch den kleinen letzten Tropfen probieren. Und dann habe ich gesagt, Mensch, kann ich die Flasche vielleicht haben für ein Video? Und ja, dann durfte ich die leere Flasche mitnehmen.
Und ja, jetzt haben wir alle eingeschenkt. Das sind also die drei günstigsten. Ich zeige euch mal meine Zettel. Ich habe das ja mal notiert und ich bin da wirklich auf eine ganze Liste. Ich habe einfach einen Briefumschlag genommen und habe mich da hingesetzt, als es eben vor 2, 3 Wochen soweit war, wo wir darüber gesprochen haben, und habe einfach mal aufgeschrieben, was ich so im Internet gefunden habe, früh um 7, und habe gesagt, jetzt müssen wir mal aufschreiben, wie viele 18-Jährige es überhaupt gibt. Denn, sagt da, warum interessieren uns die 18-Jährigen? Man interpretiert mit 18 Jahren, was wirklich gut gereift ist, lange gereift ist. Ein Whisky, der uns da erwartet, auch ein bisschen Eicheneinfluss, auch der ein oder andere erwartet hier so ein bisschen Whiskys, wie sie in der alten Zeit geschmeckt haben. Ne? Also vor einigen Jahren. Und ihr müsst ja auch mal überlegen, wie alt seid ihr, was war denn vor 18 Jahren? Jetzt müsst ihr einfach mal nachdenken, was war vor 18 Jahren? Ja, wir haben jetzt 2022 und die Whiskys, die wir hier haben, sind also produziert worden vor 2004. Na? Und beim Knockando können wir es hier sogar sehen, der ist 1996 produziert worden, also destilliert und dann ins Fass gekommen. Bei den anderen weiß ich es jetzt nicht ganz genau, aber wie gesagt, vor 2004 ist das passiert. Ich habe jedenfalls eine Liste von 22, eigentlich sogar 31 18-jährigen Whisky, die also 22 bis 100 € und dann welche, die knapp drüber sind, die vorher etwas günstiger waren, aber durch die Preissteigerung jetzt natürlich etwas teurer geworden sind. Und dann möchte ich euch natürlich auch sagen, warum sind das hier die günstigsten 18-Jährigen? Ich habe mir mal die Preise aufgeschrieben, die ich hier gefunden habe. Und da geht es ganz knapp zu. Ihr seht, ich habe da noch ein paar mehr auf der Liste. Es ging wirklich nur um ein paar Euro und ich habe die genommen, die wirklich im Internet am günstigsten zu finden waren. Ich nenne euch auch immer den Durchschnittspreis. Also der günstigste, den ich gefunden habe, ist der Loch Lomond 18 Jahre. Also ich sage euch mal, ich müsste den verkaufen für 65,60. Man findet ihn im Durchschnitt für 61 €. Und das günstigste Angebot ist knapp unter 50 €. Das muss man sich mal überlegen. Ein 18-jähriger Whisky, 18 Jahre gereift, für knapp unter 50 €. Und das ist wirklich natürlich eine Sache, die wir versuchen müssen und probieren müssen, ob der trotzdem sich lohnt zu kaufen. Knockando, da habe ich ja eigentlich immer lange einen, wie sagt man denn da, einen Weg drumherum gemacht oder einen Bogen drumherum gemacht. Knockando, weil ich eigentlich nur den 12-Jährigen kannte und der hat mich nicht so beglückt, bis ich dann im letzten Jahr den 21-Jährigen probiert habe, wo ich dann auch schon begeistert war, damals vom Preis-Leistungs-Verhältnis, was der bietet. Und jetzt haben wir eben hier den 18-Jährigen. Und ich muss auch sagen, ich habe den 15-Jährigen mal bei jemandem probiert, ich glaube beim Steffen. Da habe ich jetzt aber nicht so die Erinnerung, dass ich da begeistert war. Viele haben mich aber angeschrieben in der letzten Zeit, dass sie da also den 15-Jährigen eigentlich sogar fast besser finden als den 18-Jährigen, aber die Serie heißt ja 18 Jahre, die günstigen. Ja, was kostet der? Ich müsste ihn anbieten für 66,50, also 1 € mehr als den. Gefunden habe ich den aber für 62,44 und sogar knapp unter 60 €. Und zwar gibt es da eine kleine Änderung. Die hatten immer diese Vintage-Angaben, aber seit letztem Jahr machen sie keine Vintage-Angaben mehr, sondern steht nur noch 18 Jahre drauf. Und da ist er auch für 59,90 irgendwo aufgetaucht. Und der dritte hier im Bunde, der natürlich eine viel höhere Preisschwankung hat, den gibt es eben hier auch für 72 €, oder ich müsste den wahrscheinlich für 72 € verkaufen. Die Preise steigen da jetzt langsam. Ich habe ihn aber gefunden für 59, na, das heißt wahrscheinlich 90 oder 40 und 62,81 oder 62,88 ist so ein guter Preis. Das heißt, wir haben eigentlich hier so von den Preisen
61, 65, 65, so die Durchschnittspreise. Also wir liegen hier sogar noch unter 70 Euro. Die Maßgabe bei mir ist ja 18-Jährige bis 100 Euro erstmal. Und da brauche ich jetzt nochmal eure Mithilfe. Wie wollen wir es denn machen? Ich persönlich würde jetzt sagen, ich nehme jetzt erstmal die 20, 22 bezahlbaren Single Malt Whiskys. Dann würde ich ein Video machen mit 18-jährigen Blended Whiskys. Da sind auch einige Vorschläge gekommen. Aber es wurde mir zum Beispiel auch der Tullamore 18 Jahre vorgeschlagen oder vielleicht noch irgendein anderer. Ihre mit 18 Jahren. Soll ich die Ihre noch mit reinnehmen oder bleibt man erstmal bei den Schotten? Ne? Denn ich habe gar nicht so viele internationale Whiskys bisher gemacht. Aber es könnte sich ja hier ändern. Und bei den 18-Jährigen ist es vielleicht doch so, dass man ihren da mal einfach mit vorstellen könnt. Und ihr könnt mir weiterhin Vorschläge schicken. Was mir noch fehlt auf meiner Liste, letzte Woche haben da alle viele mitgearbeitet, den Jura 18 bekomme ich. Was mir aber definitiv fehlt, ist noch der Cardew 18. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, der Aberlour 18. Der wird ja eigentlich auch so, für 65 Euro wird der teilweise gehandelt. Aber beim Aberlour ist es ja so, ich habe noch eine alte Flasche mit 0,7, die haben ja vor einiger Zeit umgestellt auf 0,5 Liter Flaschen. Und wenn man diese 65 Euro eben umrechnet auf 0,5 oder auf 0,7 dann, weil es 0,5 sind, das heißt 0,5, das sind ja bei 0,7 40% mehr drin. Das heißt, du müsstest auf die 65 Euro, wo ich den gefunden habe, 40% draufrechnen und da wären wir bei 91 Euro. Deswegen kommt der hier natürlich jetzt nicht bei den günstigsten mit hoch, weil wir müssen schon, wie sagt man immer so, Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht dann der nächste kommt, ich habe hier 0,33er oder 0,35er Flasche und die ist sau günstig. Nee, wir müssen dann schon mal bei den einheitlichen Preisen, also bei 0,7 Liter bleiben. Tja, ich habe es schon erwähnt, ich bin wirklich so hoch erfreut über eure Mitarbeit. Ich habe in den letzten 2 Wochen so viele E-Mails, WhatsApp, über Whiskybase und natürlich auch unter den YouTube-Kommentaren, also unter den Videokommentaren, so viel Input von euch bekommen, dass ich manchmal gar nicht wusste, mit wem ich jetzt da schreibe. Und es kann natürlich jetzt vorkommen, dass ich vielleicht den einen oder anderen sogar enttäuschen muss. Ich freue mich über jeden, der mich da hier unterstützen möchte und Ideen mit einbringt. Aber es ist dann so, wenn ich das im Video sage, wie jetzt zum Beispiel mit dem KTU, ich hoffe, dass da noch was kommt. Aber es kann sein, dass mich auf einmal 5, 6 Mann anschreiben auf verschiedenen Kanälen. Und es ist dann so, wenn ich ein Sample bekomme und vielleicht eine geschlossene Flasche, damit ich die zeichnen kann, dann reicht mir das ja, um den Whisky vorzustellen. Dann ist es so, dass die anderen zwei, drei gerne mit mir natürlich gemeinsam hier verkosten und ihren Whisky dabei aufmachen können. Aber wie gesagt, ich bin wirklich hoch, hoch erfreut über die Community, die mich hier mit Input versorgt. Jetzt eine schöne Brücke und können hier jetzt mal mit unseren 18-jährigen Whiskys starten. Und da will ich auch nicht viel über die Destillerie jetzt erzählen. Loch Lomond, nur so weit, wie gesagt, ist eine Destillerie, die 1814 gegründet worden ist und jetzt seit einigen Jahren, müsste glaube ich sogar 2018 gewesen sein, neue Besitzer hat und seitdem irgendwie gefühlt viel an den Abfüllungen verbessert haben, man muss es sagen, wirklich verbessert. Qualitätsmäßig findet sich viel Gutes mittlerweile von Loch Lomond auf dem Markt und mal sehen, wie lange der 18-Jährige noch für dieses Geld zu haben ist, denn wenn sich's rumspricht, dass der eben ein guter Whisky ist und begehrt ist, dann kann es sein, dass der auch im Preis etwas steigt. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier für einen haben. Ich muss noch eins vorweg mitschicken. Wenn ich das hier vergleiche, dann haben wir natürlich auch eine gewisse Gefahr, die das in sich birgt. Und zwar, ihr kennt vielleicht den Spruch oder das Sprichwort oder wie man es eben sagt, die Weisheit, Vergleich ist der Tod des Guten.
Ja, die Gefahr besteht, wenn ich hier drei Whiskys vergleiche und bei diesen drei Whiskys sage, also der und der gefällt mir am besten, dann ist das natürlich subjektiv. Deswegen sind die anderen nicht unbedingt schlecht, sondern nur zu dem Zeitpunkt, wo ich die jetzt verkoste, habe ich eben einen Sieger gekürt. Und oftmals kommt es aber dann so rüber, dass man sagt, okay, die anderen sind also nicht so gut wie der. Das kann man nicht sagen. Ich möchte eigentlich deswegen keine Sieger küren, aber es wird immer natürlich mal im Nebensatz fallen, dass ich sage, auch für das Geld würde ich lieber den kaufen oder was auch immer. Aber ich möchte eigentlich eher die Geschmäcker mehr beschreiben, sodass sich jeder ein Bild machen kann und sagen kann, ach, das könnte ein Whisky sein, der mir gefällt. Und ja, aber das ist mein Anspruch. Und wie es in der Realität jetzt kommt, wie gesagt, das wollen wir schauen. Ja, mit unserem 18-Jährigen. Loch Lomond haben wir einen Whisky im Glas, der eine Stärke hat von 46%. Und soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe, aus drei verschiedenen Fässern kommt. So schnell finde ich es jetzt nicht, ich habe es gar nicht vorher nochmal gelesen. Kann natürlich auch nur zwei verschiedene Fässer sein. Das heißt Sherry und Bourbon, Ex-Bourbon Cask. Jedenfalls eine Mischung aus den verschiedenen Fässern haben wir hier im Glas. Und er riecht schon ganz angenehm. Kommt wirklich eine schöne Fruchtnote her. Ich habe als erstes so eine Birne. Dann würde ich jetzt mal fast sagen, so eine alte Birnensorte. Also nicht so was Weiches, sondern eher so eine, wenn man die früher vom Straßenrand geklaut, weiß ich nicht, aber jedenfalls haben wir die einfach genommen. Die hatten immer so eine etwas härtere Schale. So würde ich das jetzt sagen. Und dann kommt hier schon eine schöne Würze mit dazu. Ich möchte behaupten, ah, das ist wieder das Ding. Eventuell ist da hier sogar Rauch drin. Ne, es kommt einem so vor. Aber ich habe jetzt eher so ein bisschen grünere Haselnüsse noch mit drin. Also irgendeinen Strauch oder so ein Gewürz irgendwie so ein bisschen. Könnte auch ein kleines bisschen gelbe Pflaume noch dabei sein. Also so Mirabellenmäßig so ein bisschen. Eher so eine Maische, die man dann ansetzt, wenn man Mirabellenschnaps macht oder Pflaumenschnaps. Also bei uns ist so, mir geht es auf diese Plastiktonnen, da wird es dann immer schön auch mal ein bisschen durchgeschampft und muss dann so ein richtiger Brei werden, also ähnlich. Sowas hat es auch hier mit dabei. Hat auch eine gewisse Art Möbelpolitur, würde ich fast noch sagen, oder ne, Tee. Jetzt wieder, ich habe eher schwarzer Tee. Ja, schwarzer Tee. Und zwar oder kalter Kräutertee. Ja, weil was Frisches hier kommt. Und das ist also kein warmer Tee, sondern hier was. Könnte es Früchtetee sein? Ne, Früchtetee ist übertrieben, ne? Würde ich nicht sagen. Also Früchtetee. Ich habe hier einen kalten Tee. Also wir haben das bei uns manchmal in so Keramikkrügen dann stehen und dann kannst du nochmal schön einschenken. Im Sommer wunderbar erfrischend. Ah, noch eine schöne Fruchtnote. Es ist wirklich sehr angenehm, was hier die Nase bietet. Die 46%, wenn man richtig tief drin ist, merkt man auch eine gewisse Frische in der Nase. Gefällt mir heute sehr gut. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe den echt etwas holziger in Erinnerung. Und in dem Moment, wo ich sage, rieche ich hier frisch geschnittenes Holz noch mit. Ich habe meine Eiche jetzt nicht hier in der Nähe, weil ich ja, wie gesagt, nicht zu Hause bin. Ja, wollen wir noch mal probieren, den 18-Jährigen.
Loch Lomond. Sonst wird es ja ewig lang. Kommt erst schön mit einer Trockenfrucht und mit so einer hellen Frucht daher und hat aber gleich, am Anfang denkst du ein bisschen, ja jetzt denkt man zum Beispiel, das ist Grapefruit, weil er ein bisschen saftiger wird, aber zwischendrin hat er eben das gezeigt, was ich, wie ich in Erinnerung habe, da war eine gewisse Würze vom Holz da. Könnte auch G-Würze sein. Aber da fällt mir jetzt das Gewürz dazu nicht ein. Finde ich jetzt, ist sogar ziemlich ölig und eine leichte Schärfe entwickelt sich jetzt auf einmal so ein bisschen wie eine ganz leicht bis Ingwer. Aber wirklich nicht so kräftig, sondern eher wie es beim Sushi eben manchmal dabei ist, dass eine gewisse Würze dazu kommt. Und ich habe das Holz jetzt hier wirklich, der Eicheneinfluss ist einfach da. Und ich glaube, vielleicht erwartet das auch der eine oder andere, denn bei 18 Jahren, da gehst du davon aus, dass natürlich ein bisschen mehr Einfluss vom Fass da ist. Warum sonst sollen die 18 Jahre da liegen? Milder wird er da wahrscheinlich, würde ich sagen, nicht. Sondern er holt ja das Letzte aus dem Holz raus. Und da sind ja viel noch die Tannine mit drin. Ja. Also im Großen und Ganzen natürlich für diese saugünstige Geschichte, wie ich da für 50 Euro gefunden habe, ein 18-Jähriger, wo man sich bestimmt drüber freut. Aber ich merke jetzt, es bleibt immer mehr zum Schluss diese Würze einfach hier, an die man sich erinnert. Die Fruchtigkeit geht dann weg und du hast mehr die Würze. Deswegen habe ich den auch so in Erinnerung. Ja. Naja, wie gesagt, für 50 Euro kannst du nichts sagen. Ich habe da also schon, Preisdiskussionen will ich jetzt nicht führen. Ne? Ganz klar. Ihr versteht, was ich meine. Ich muss jetzt schnell mal einen Schluck Wasser holen. So. Was habe ich vergessen einzuschenken? Habe ich hier oben noch ein Glas? Aber zwischendurch muss ich natürlich mal einen Schluck Wasser trinken. Ich die einzelnen Whiskys verkoste. Gar nicht so, dass ich die jetzt verdünnen müsste. Denn wir haben natürlich bei diesen Standardabfüllungen, bei den günstigen 18-Jährigen, keinen Whisky dabei, der hier uns in Fassstärke geliefert wird. Auch beim nächsten, beim Nokandu 18 Jahre aus dem Jahre 1996. Und auch da habe ich vorhin euch gesagt, was der irgendwie kostet. Ich habe ihn in einem Laden, wo ich immer mal einkaufen gehe, da könnt ihr es hier erkennen, 56,90 habe ich den bekommen. Wie gesagt, aktuell gibt es den ohne diese Vintage-Angabe. Und was hatte ich gesagt, was kostet der? Also ich müsste den für 66,50 anbieten, günstig habe ich gefunden, 62,44. Das war, glaube ich, auch beim whiskyfass.de. Also da, wo ich letzte Woche die Abfüllung hatte. Und beim ersten, beim Loch Lomond, wenn ich jetzt mal nenne, ich will ja nicht nur einen nennen, die günstige Abfüllung hier mit eben 49, noch was, 49,50 oder 49,90, das war topdrinks.de, also ganz knapp unter 50 Euro hatte ich den da gefunden. Und ich habe auch geschaut bei der Flasche, damit es auch diese relativ neue Abfüllung ist, denn es gibt bei Loch Lomond ja noch viele ältere Whiskys, die im Umlauf sind. Wurde mir übrigens von euch auch angeboten, ein 18-jähriger Loch Lomond noch mit dieser alten Verpackung, wo es den blauen auch gab im Supermarkt mit dem geprägten Flasche, weil das hört sich jetzt komisch an, die ist ja auch ein bisschen geprägt. Aber ihr müsst halt immer aufpassen, weil Loch Lomond,
das ist eine Distillerie, die nicht ganz so gehypt ist, die nicht ganz so viel beachtet wird von uns Whisky-Nerds. Und da stehen eben in verschiedenen Fachhändlern, bei verschiedenen Fachhändlern, in verschiedenen Fachläden, in verschiedenen Supermärkten auch noch Flaschen teilweise rum, die noch, noch älter sind als der hier. Ne? Aber wie gesagt, jetzt sind wir hier beim Knockando. Knockando ist eine Distillerie aus der Speyside. Loch Lomond ist ja aus den Highlands, also südlich gelegen an den Ufern des Loch Lomonds, daher der Name. Knockando heißt dunkler Hügel oder schwarzer Hügel und ist in der Speyside beheimatet. Wie gesagt, 1996 wurde dieser destilliert. Und was schreiben die immer mit drauf? Slow Maturation, das heißt, die sind also ganz stolz auf die Slow Maturation, ist in ihren Lagerhäusern und irgendwas haben sie. Ach so, und übrigens nur in Sherry Cask soll der nur gelagert sein. Das sind natürlich First Fill Sherry Fässer gewesen hier 1996, sondern das wurden hier also andere oder Second Fill oder Third Fill Sherry Fässern hier verwendet. Ach, hier steht sogar drauf. Cask Sherry, ne? Notes Woody and Fruity und distilled and, was heißt denn das, bottled in Scotland. Ja, das ist so Handschrift hier drauf, deswegen kann man es manchmal nicht ganz so gut lesen. Also nur Sherry-Fässer, beim ersten hat man ja Sherry- und Bourbon-Fässer in Verwendung. Kommt hier schon mal eine schöne Nase. Ähnlich vielleicht jetzt von der Erinnerung. Nee, ich habe schon in der Nase etwas weniger von den älteren Noten mit drin, was ich vorhin hatte, wo ich gesagt habe, Tee oder solche Sachen, sondern hier habe ich eher nur Trockenfrüchte, auch Birne noch mit drin, vielleicht noch ein bisschen Apfel, aber die Birne geht hier sogar eher Richtung diese, kennt ihr diese Naschi-Birnen? Also etwas hellere Birnen. Ich glaube, das Naschi ist, ich weiß nicht, ob es eine Kreuzung zwischen Apfel und Birne ist, aber jedenfalls ist es vom Geschmack her so ähnlich. Ja, kommt etwas heller von der Frucht her, was mich wundert, weil wir ja nur Sherryfässer haben. Das ist aber aktuell mein persönliches Empfinden. Wird er auch ein bisschen Mandelaroma, könnte ich mir auch noch jetzt mit vorstellen. Vorhin hatte ich auch schon gesagt, grüne Haselnüsse, das finde ich hier irgendwie auch wieder. Ich glaube, ich muss bei mir hier irgendwie noch einen Haselnussstrauch mal pflanzen, damit ich die grünen Haselnüsse euch mal zeigen kann. Oder falls mich jemand besucht, dass der die mal probieren kann. Warum ich das immer damit verbinde, weil ich weiß ja auch nicht, warum ich in der Kindheit so viele grüne Haselnüsse gegessen habe oder probiert habe. Geschmeckt haben die nie. Was jetzt beim Whisky natürlich nichts ausmacht, sondern ich assoziiere dieses Aroma einfach damit. Ah, jetzt kommt sogar so ein bisschen was. Ja, aber jetzt Richtung weiße Schokolade. Also eben die Haselnüsse, aber jetzt war eher so ein bisschen weiße Schokolade. Eine kleine Honigsüße, die jetzt noch kommt. Jetzt kommt sogar, nee, jetzt ist nicht mehr weiße Schokolade, jetzt habe ich eher ein bisschen, ja, in die Kaba-Dosen, wenn ihr da reingerochen habt hier, ne? Also Kakaopulver, ne? Ich weiß, ich habe schon lange nicht mehr an Kakaopulver gerochen, aber das ist irgendwie, hat es mich jetzt gerade so erinnert. Zu meiner Zeit gab es die noch aus Plastik, ich weiß gar nicht, wie die jetzt sind, die sind ja nur noch aus Papp, ne? Ja, so ein bisschen kürzer einen Kakao draus machen, genau. Es ist einfach das Pulver.
ebenso trinkfertiges Pulver. Na, deswegen also ein bisschen heller, also nicht die tiefe schwarze Kakaopulver, was man beim Kuchenbacken oder was nimmt. Oder für Schokolade oder sowas, sondern eher dieses Kakaopulver. Da ist. Was ist denn da drin? Da ist vielleicht auch schon ein bisschen Zucker mit drin oder so. Dem kommt es echt näher. Der ist vom Aroma von der Nase her schon etwas leichter als der Loch Lomond. Wie gesagt, jetzt komme ich wieder zu dieser Birne. Oder könnten natürlich auch Trockenfrüchte, Aprikose und sowas sein. Aber ich sage Trockenfrüchte halt. Sehr, sehr angenehm. Hätte ich von dem Nokando ehrlich gesagt nicht so gedacht. Aber der 18, der 21-Jährige hat mich ja auch schon überrascht. Das ist wirklich eine Destillerie, die ich nicht so direkt auf dem Schirm habe, und ich glaube, ich tue der Destillerie Unrecht. Ein 15-Jährigen muss ich auch mal noch mal probieren, aber ich scheue mich dann immer, selbst wenn es günstige Flaschen sind, wie gesagt, vor kurzem, oder ihr habt vielleicht das auch wieder mitgekriegt, Lidl hat eben so eine 20-jährigen Grain im Angebot für 18,99 €. Aber selbst das scheue ich mich auszugeben, wenn ich dann denke, wenn der nur später nur zum Mixen da ist und du den nicht so trinken möchtest. Also Sláinte, probieren wir den jetzt auch mal, den noch Ando. Also wie gesagt, absolut überraschend schon mal gut in der Nase. Sehr angenehm. Und jetzt kommt er aber wirklich schokoladig. Habe ich vorhin noch gesagt, es ist nur Kakaopulver? Nee. Jetzt kommt hier eine schöne Vollmilchschokolade mit rüber. Und ja, Nüsse, Nussmasse, irgendwas. Also sicherlich auch eine gewisse Honigsüße, aber Früchte, wieso habe ich jetzt Früchte? Nee. In der Nase war durch die eine Fruchtigkeit, aber der ist schön, der wird richtig schön cremig, ölig. Wie viel hat der Prozente? Also der hat 43% und wunderbare Trinkstärke. Nach dem Loch Lomond fast sogar kommt er ein bisschen schwach rüber. Aber wie gesagt, wenn man den jetzt ein bisschen länger noch im Mund hat. Also der gefällt mir echt gut. Da kann man nur hoffen, dass der ohne Vintage-Angabe ähnlich ist. Dass die sowas Ähnliches da rausbringen. Wie gesagt, die haben das ja immer nicht jedes Jahr gemacht. Die haben das, glaube ich, alle 2, 3 Jahre gemacht. Oder manchmal waren sogar 4 Jahre dazwischen. Zwischen den Vintage-Abfüllungen. Den Grund weiß ich jetzt auch nicht, warum das so ist. Vielleicht, weil es, wie gesagt, leider Gottes eine Destillerie ist, die so ein bisschen unterm Radar läuft, die nicht so gehypt ist. Aber wunderbar zu trinken. Also was ganz Angenehmes. Der natürlich mit seinen 65 €, also ist schon mal was Schönes hier im Glas, wirklich. Gefällt mir. Muss nachher bewerten, bei welchen vielschichtiger es ist und bei welchen vielleicht mehr Aromen noch rauskommen. Aber so wunderbar, da gefällt mir echt. Das ist einfach süffig. Das Ding, das wäre mal ein Vergleich. Also der ist gut zu trinken, ohne dass man jetzt sehr, sehr viel nachdenken muss. Das ist einfach angenehm. Der trinkt sich nur so weg. Also, wo du beim Loch Lomond so ein bisschen diese Würze hast. Und wenn du da jemanden hast, der nicht ganz so lange schon Whisky mag und der dann sagt, oh, ich bin ja erstmal nur bei den leichten Whiskys, da kann es sein, dass die sagen, das wird zu kräftig, schenkt man mal nicht so schnell wieder nach. So,
Was habe ich schon getrunken? Jetzt kommen wir zum Glenlivet. Der Glenlivet, das ist hier die, auch die neue Abfüllung, die es seit 2 Jahren gibt, also seit 2020. Und leider Gottes wurde hier von 43% die Alkoholstärke reduziert auf 40%. Ich habe auch noch einen 43er da, aber ich habe, wenn ich die Möglichkeit habe, es geht immer darum, was ich auch für Flaschen habe und was ich von euch bekomme, was ich selber da habe, was ich mir besorgen kann, dann möchte ich alle relativ die aktuell verfügbaren Flaschen dann vorstellen. Und deswegen habe ich eben mich für diesen 40-prozentigen Glenlivet 18 Jahre entschieden. Ehrlich gesagt habe ich den bestimmt bei der Verkostung in der Destillerie auch mal mitprobiert, aber ich habe jetzt wirklich null Erinnerungen daran. Und er ist aber schon wirklich in der Nase ähnlich dem Nocando. Kommt, obwohl er dir nur 40% hat, trotzdem genauso intensiv rüber, da kommt also nicht schwach daher. Hat auch wieder diese Trockenfrüchte oder von den Aprikosen. Nee, das sind sogar richtige Aprikosen. Da ist ein bisschen Saftigkeit noch mit dabei. Sorry. Ach, das ist so. Vielleicht habe ich eine Allergie auf Aprikosen. Sorry. Ich weiß nicht, ob ich es da noch rausschneide. Aber es ist. Es hat kurz in der Nase gekitzelt. Ah, angenehm. Ah, der hat jetzt aber sowas wie Apfelkuchen noch mit drin. Ist schon. Wirklich von den dreien bisher der fruchtigste in der Nase. Weil ich jetzt direkt verglichen habe hier mit dem. Und im direkten Vergleich hat der Nocando sogar so ein bisschen, wie man sagt, Gewürznoten noch mit drin. Oder man könnte da eher auf grüne Sachen noch mitgehen. Ach, und der Loch Lomond hat hier wirklich was, auch teilweise was Muffiges, was Altes noch mit drin. Im direkten Vergleich. Und der kommt wieder auf diese, ja, Tabak. Da hat irgendwie Tabak mit drin. Also Tabakblätter in dem Sinne. Oder irgendwie so, ja, Möbel, alte Möbel oder schönes Holz, poliertes Holz. Ja, also der ist intensiv, also nasemäßig sehr intensiv. Und der Glenlivet hat hier einfach die Fruchtigkeit. Ich komme jetzt gar nicht auf was anderes als Aprikose und ein bisschen Apfel, eine schöne Fruchtigkeit. Habt ihr das selber so empfunden? Weil den Glenlivet hat bestimmt viele schon probiert. Ne? Also ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber Glenlivet kennen viele und haben bestimmt viele schon probiert. Und das würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ja, das ist. Ja, der ist halt ausgewogen, der ist harmonisch, der ist auch wunderschön zu trinken. Der Nocando ist genauso harmonisch am Gaumen. Kommt auch eine gewisse Saftigkeit noch mit dazu. Ganz, ganz angenehm. Rund, harmonisch. Ich kann es gar nicht sagen. Da ist. Der ist so harmonisch, dass man da gar nicht so diese sogenannten Ecken und Kanten findet.
Also der schmeckt bestimmt jeden auch. Aber das kann natürlich der Grund sein, warum man sich dann nicht mal so großartig daran erinnert. Denn man sagt sich dann, okay, das war ein wunderbarer Whisky, kannst du wunderbar trinken, aber was hat er sonst für Aromen hinterlassen, wo du jetzt dein Schubkästchen im Kopf aufmachst und denkst, was war denn da noch drin, so grob? Der 21-Jährige, der hat mich ja begeistert. Der hat auch noch ein bisschen Holzeinfluss dabei und sowas. Bei dem kannst du auf vieles, vieles assoziieren. Da kannst du auch Früchtetee noch mit ein assoziieren. Da hast du vielleicht sogar noch ein bisschen Rosinen mit drin. Ein bisschen Gebäck. Aber was für Gebäck? Ja, dieses. Ja, das sind diese Rosinenbrötchen. Genau, diese Rosinenbrötchen. Das ist auch so weicher Teig dann. Wie heißen denn diese Zöpfe da? Thomas würde ich ja, so ein leichtes Gebäck beim Bäcker. So ein Kuchengebäck. Hefegebäck ist es, glaube ich. So was in der Art noch. Wunderbar zu trinken. Ein ganz angenehmer Whisky. Tja, was machen wir jetzt mit dem? Was machen wir jetzt mit dem? Soll ich die jetzt wirklich miteinander vergleichen? Soll ich sagen, welchen mag ich lieber? Schwierig. Ah, und jetzt hat er Nock Ando, wenn ich jetzt nochmal rieche. Also der Glenlivet. Fruchtig, definitiv schön fruchtig. Und im direkten Vergleich, ich fand ja vorhin, meine Worte waren ja vorhin auch fruchtig. Aber im direkten Vergleich komme ich eben wieder auf dieses Kakaopulver. Und mittlerweile assoziiere ich das mit Vollmilchschokolade, weil ich es eben in Geschmack hatte. Und beim Loch Lomond. Da hast du was Älteres mit drin. Du hast gefühlt was Älteres. Da kommt Keller mit dazu, da kommt was Muffiges dazu, da kommt. Wenn ich die blind verkosten würde, würde ich bei dem vielleicht auf diese 18 Jahre tippen. Ich würde jedenfalls den als den Ältesten tippen. Einfach weil hier schon in der Nase der Holzeinfluss da ist. Der ist definitiv da. Und das ist der kommt jetzt auch immer kräftiger. Wie gesagt, vorhin war ich ja, glaube ich, so etwas überrascht, dass kaum Holzeinfluss da war. Nee. Ist jetzt wieder definitiv da. Ha, was soll ich machen? Ich mag alle drei Whiskys, ganz klar. Ich habe euch jetzt gesagt, was die Unterschiede sind. Die sind alle für 60 Euro, 65 Euro zu haben. Und von der Seite her die günstigsten 18-Jährigen, die es gibt. Und ihr macht mit keinem einen Fehlgriff. Meiner Meinung nach. Ich habe euch jetzt gesagt, was euch hier erwartet. Beim Loch Lomond etwas mehr Holzeinfluss, etwas kräftiger vom Aromen. Ob er jetzt vielschichtiger ist, da war ich doch ein bisschen mehr überrascht, eigentlich vom Nock Andu. Was der mir so zu bieten hat, da war ich überrascht. Obwohl ich natürlich sagen muss, beim Nock Andu habe ich jetzt auch vorher keine vorgefertigte Meinung. Ich hatte wirklich, ich wusste nicht, was da kommt. Es ist eine komplette Überraschung. Beim Glenlivet weiß man ja, Glenlivet ist immer was Schönes gewesen, immer was Leichtes, immer was Fruchtiges. Das hat er hier bestätigt. Und gegenüber den jüngeren Abfüllungen hat er hier natürlich ein bisschen intensivere Noten noch mit drin. Aber die Fruchtigkeit ist auf alle Fälle da, harmonisch rund. Und die 40% sind sogar ausreichend. Es kam hier keiner
Wir haben ja hier 46, 43, 40. Es kam hier keiner, der einfach zu kräftig war, und es kam keiner, der wässrig war. Also die waren alle in Ordnung, so wie sie sind. Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich zu dem Glenlivet 43%. Aber das ist das, was die uns aktuell anbieten. Und da sie alle zu den drei günstigen gehören, kann ich sagen, egal welchen ihr euch kauft, sind gute Whiskys, die sind ihr Geld wert. Wir haben ja andere 15-jährige Whiskys, sogar 10-jährige, 9-jährige Whiskys, die deutlich mehr kosten. Von der Seite her ist es heute wirklich ein wunderschönes Experiment für mich. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf die nächsten Whiskys, die da sind. Als vermutlich ist ein Jura dabei, ein Glenfiddich könnte da dabei sein. Singleton, ach so, Singleton auf Dufftown 18 Jahre. Da habe ich auch nichts. Hat mir auch keiner von euch was angeboten, falls ihr da noch was habt. Ne? Diensten könnte noch mit dabei sein. Ochentoschen in der Dreher, KTU, sowas in der. Das wären so die nächsten Kandidaten. Und ich denke mal, ich werde immer drei Stück machen. Und sonst wird es zu viel. Lose Reihenfolge. Ich weiß nicht, ob das jetzt in 3 Wochen ist oder in 4 Wochen das nächste Mal mit den 18-Jährigen. Ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt und durchgehalten habt. Ich weiß nicht genau, wie lang es war. Gefühlt habe ich jetzt hier lange geredet. Aber es hat für mich jetzt auch Spaß gemacht, die zu entdecken. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr dann einen Daumen oben lasst. Vielleicht ein Abo. Ich brauche damit noch 3 Abos, bis wir auf 2300 Abonnenten kommen. Vielleicht könnt ihr den einen oder anderen eurer Freunde noch überreden, bei mir öfter mal reinzuschauen. Und da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten auch immer gerne Kommentare. Also, jedenfalls wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt und schenkt euch einen wunderschönen Whisky ein. Genießt das Leben, genießt den Sonntag heute, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit was anderem. Die 18-Jährigen mache ich nicht jede Woche, sondern wie gesagt, kommt immer mal ein bisschen Abwechslung ins Spiel. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut, euer André.